Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Tiny Tina's Wonderlands. Wir machen genau da weiter, wo es letztes Mal aufgehört hat. Viel Spaß! Okay. Ah, so eine Waffe ist das. Das ist so eine Art Granatwerfer, was ich hier gerade eben eingesammelt habe. War da ein Pitz für ich ja, muss weiter oder? Nee. Da kann ich gleich weiter. Oder warte mal, Karte kurz angucken. Nee, da gehe ich jetzt zuerst hin. Bestimmt die Nebenquest. Ich habe zumindest direkt einen Würfel gefunden. Da bin ich wirklich glücklich. Die Dinger haben so einen beschissenen Bullet Drop. Ich glaube nicht, dass hier noch ein weiterer ist. Diesen wunderbaren Würfeln. Wusste ich doch, dass der Wind einen wegpustet. Hat mich einmal runtergefegt. Bin ich wieder hier. Jetzt darf ich nochmal darüber. Weil da war bestimmt noch was. Ich wette, dass da noch was ist. Ich dachte übrigens gerade im kurzen Moment tatsächlich, ich würde jetzt runterfliegen. Geld? Geld. So, auf den Wind achten. Am besten direkt nachdem der weg ist, springen. So, ist hier noch was? Ja, da ist eine Kiste. Ja? Ja? Nee. Oh, hi. Wie geht's denn so? Das hat keiner gesehen. Naja, ich wäre jetzt so oder so zurück, ne? Ich bin einmal dazwischen drin durchgefallen. Mann! Wie ungeschickt. Ja, ich verstehe dich. Mit den ganzen Pilzen, die du vernichtet hast? Oh, das ist ganz was anderes. Das waren Idioten. Auch wenn die Stadt mächtig durchgeschüttelt wurde, schießen die Immobilienpreise in die Höhe. Na, kapiert? Weil die Häuser... Das ist so ein schlechter Flachstock, dass das schon wieder gut ist. Ich will jetzt eine Schnellreise. Wieso? Warum? Weshalb? Ach so, deswegen. Macht die mal aber auch prall. Oh, die machen richtig gut Schaden. Wuhu! Die spreng ich weg. Und tschüss. So, gibt es hier noch irgendwas? Da ist schon ein Wollace. Diese Tiere haben merkwürdige Namen.
Okay. Zwei große Stücke gibt es noch. Dann sind wir hier durch. Versuchen wir das hier noch fertig zu kriegen heute. Ich habe so viele Glückswürfel wahrscheinlich schon wieder übersehen, dass es traurig ist. Aber wie gesagt, die hängen manchmal so mies, dass du die nicht finden kannst. Ich hab noch ein Knöchelchen mit dir zu. Okay, als Gegner. Kann ich das nach Element sortieren? Ja. Das Ding macht keinen Schaden. Einfach nach Seltenheit sortieren. Das sind meistens die guten Waffen. Sagte ich und dann so was. Das ist mein Feuerzauber, ich suche meinen Eiszauber. Da ist er ja. Aua! Schlag mich nieder, solange du kannst. Du wirst keine weitere Chance bekommen. Dem gefällt es zu sterben. Aua! Tschüss! Ciao! Oh, das hat sogar den getroffen! Alter, wenn die alle treffen, machen die übelst gut Schaden. Jetzt hebt das auf! Ach, da oben. Ciao. Ich hätte erst aus der Reichweite gehen sollen. So, von hier aus darüber. Das wäre bestimmt auch leichter gegangen. Da oben ist bestimmt ein Würfel. Sag ich doch. Wenigstens wurde ich diesmal nicht verkohlt. Oh, lecker. Meins. Kann man zumindest verkaufen. So, wo soll ich jetzt eigentlich lang? Da lang nicht. Also gehe ich da lang. Wir wollen auch alles erkunden. Da ist die Nebenquest. Mit Ron Revito. Da bist du ja endlich, getreuer Knappe. Du wirkst sehr psychisch labil. Ein Abenteuer wartet auf uns. Und eine Prinzessin. Ein Ritter lässt eine Prinzessin niemals warten. Was? Das stimmt. Ich nehme den Einbauenweg. Das verheißt nichts Gutes für die politische Stabilität der Region. Du bist zu sehr auf das Weltliche bedacht. Dies ist eine Mission für die Liebe. Und nun eile zum Versteck des Zyklopen. Und vergiss nie, die landschaftlich schöne Route zu nehmen. Das Leben ist zu kurz, Knappe. Der eine Teufel hält meine Holde gefangen. Ich nehme gerne den schönen Weg. Viele tapfere Seelen schon bei dem Versuch, sie zu retten, ihr Leben verloren. Ach, da komme ich doch eh nicht hoch. Sieh nur, die Pilzlakaien des Das sind meine Lakaien. Wir müssen sie besiegen. Die Auslöschung beginnt. Komm nur näher. Warum will ich mit dem Hammer zuschlagen, wenn die gar nicht in meiner Nähe sind? Wo ist der doofe Mörser? Da, da hinten ist er. Ach, natürlich gehen meine Schüsse nicht so weit. Der Tod holt auch den stärksten von uns. Autsch.
So, erstmal den Mörser weg. Der geht mir am meisten auf den Pinsel. Ist irgendwo noch einer. Er versucht so lange zu seiner Prinzessin zu kommen. Haut ab! Deine Brutalität gefällt mir, Kleiner. Tschüss. Das verstehe ich nicht. Wo ist denn der Zyklop? Siehst du das? Gute Frage. Mit deinem Auge etwa nicht? Er ist doch direkt vor dir. Was? Ach so, der Kerl hält das Zifferblatt auf dem U-Turm für die Pupille eines Zyklopen? Und da spielen wir mit? Der braucht doch professionelle Hilfe. Definitiv braucht er Hilfe. Wirf es mit einem Teenie, um imaginäre Schwerter zu schwingen, du Genie. Okay, auch wieder wahr. Weißt du, der eine Verrückte zum anderen, der braucht professionelle Hilfe. Oh, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Also ihr seht das nicht, aber ich sehe es. Zu deiner Explosion füge ich meine einfach hinzu. Oh, dieser Mörser schon wieder. Denk an unsere Abmachung. Wenn einer von uns beiden stirbt, macht der Überlebende einen Eintopf. Muss ich die ganze Zeit einen Eintopf machen? Ach, schon wieder Inventar voll. Tschüss, Zombie-Pilz. Können auch werfen. Warte, bevor in das weitergeht. So, da ein Punkt. Und die Zauberabklingzeit mal auf jeden Fall runter machen. Den Zyklopen erzürnt. Schnell. Wir müssen. Unnützes Zeug mal eben kurz weg. Das kann ich ja nach Punkten sortieren. Weil das mit wenig Punkten hat meistens auch einen geringen Preis. Hier, 137. Ach, das ist meine Waffe. Na gut, ich habe eine bessere Version gefunden, ne? Und da sie eh kaum was wert ist. Zurückschlagen, sonst wird er uns beide töten. Das ist eine Uhr. Die Uhr ist der grausame Riese. Gekonnt, Knappe! Jetzt machen wir. Ich hab noch einen Punkt? Stimmt, ich bin 2 Level aus irgendeinem Grund gestiegen, ne? Unseren Feind den gar aus! Der Junge braucht immer noch Hilfe. Ripost! Remise! Riese de Fer! Ja, machen wir weiter. Ich komm gleich zurück. Geschafft! Der Zyklop ist gefallen! Aber für wie lange? Schnell, Knappe! Schnell! Zum Bergfried! Ehe er sich wieder erhebt! Und dann kommt's! Das ist wirklich ein Zyklop! Der steht gleich auf und dann verprügelt er mich! Hinter dem Haus? Hallo? Nee. Schade. Hätte ja sein können. Es sind wieder 2 Dinger 500, ne? Okay, das ist nichts wert. Das ist nichts wert. Ich werfe jetzt alles weg, was unter 300 ist. Ich sollte da mal versuchen, wirklich ein bisschen mehr drauf zu achten, wie viel das wert ist, bevor ich es mitnehme. Bei unter 300 ist es halt einfach nichts wert, das Zeug. Ja, das meiste ist jetzt schon 500. Oh Elend, dein Name ist Trivote. Oh wackerer Zyklop, dein Augenstrahl wird schnell. Ich bin zu schwach, doch horch. Das ist deine Prinzessin, richtig? Bitte dich, mach weiter. Finde die Prinzessin. Es ist heute. Das muss wahre Furcht sein. Ich beeile mich lieber. Dieses Heulen? Das klingt eher so nach einem Küchenherd. Oh! Hi! Meins! Doch ich kann nicht ruhen, solange Riesen unbesiegt und holde Jungfern in Türmen gefangen sind.
Während ich hier verschnaufe, kann ich ebenso gut für meine Liebste etwas dichten. Ich habe es. Mein Goldstück. Warte mal. Die wirkt doch eigentlich ganz nice. Die ich hier gerade habe. Mir den Atem raubt. Wenn niemand glaubt. Oh. Ruhig und schlafe zu dem Wiegengesang aus Stahl. Da kann ich viel mehr Raketen schießen. Genau sowas suche ich die ganze Zeit. Tschüss. Jetzt müsste die nur noch mal eine Ecke stärker sein. Boah, dieses Suchen da im Hintergrund, ne? Ich weiß, das ist vom Spiel. Diese Hände sind bereit für magisches Feuerwerk. Bis 600 wird mitgenommen. Ich versuche jetzt halt ab sofort aufs Geld zu achten. Ja, damit kann man arbeiten. Muss von der anderen Seite dahin, richtig? Alle ab! Hier holt nur ein rostiges Rohr. Wie enttäuschend. Das Rohr wurde abgedreht. Das Rohr gibt trotzdem komische Geräusche von sich. Ich hatte die Prinzessin. Kleiner als ich erwartet habe, aber was weiß ich schon. Ah, ich habe ja keine Ahnung von Prinzessinnen. Muss er ja wissen. Da bist du ja. Ah, mein Herz ist froh, die Liebe so nah zu wissen. Hast du mir meine süße Blume gebracht? Sie ist ja. Reizend, nehme ich an. Ich verstehe eigentlich nicht, was die Leute so mögen. Wohin? Einfach vor ihr liegen, ne? Aber Knappe, bist du blind, dass du diese einfache Magd für eine Prinzessin hältst? Nicht so. Ich dachte, das wäre deine. Ich dachte, das wäre deine Prinzessin. Ist groß mit einer königlichen Kontenance, der schlanken Gestalt einer Adligen und blondem Haar, so glatt wie ein Köcher voll goldener Pfeile. Schnell, schnell, hol die echte Prinzessin. Okay, und wer soll das sein? Wo soll das jetzt liegen? Ich muss mich für das Benehmen meines Schutzes. Warum ist der... Ritters trifft zu. Prinzessin, wir dürfen nicht töten. Knappe, wo bleibst du? Okay. Also ich habe das Ding jetzt noch ein paar Mal ausprobiert. Falsche Waffe. Und es macht keinen Schaden. Es schießt zwar schneller, aber es macht keinen Schaden. Ja, hier war gerade wirklich eine Katastrophe aktiv. Ich habe ein volles Inventar schon wieder. Nutze ich die ganze Zeit? Nee. Ich sollte auf jeden Fall Haft nutzen, weil das mehr Schaden macht. Sehe ich gerade. Alter, ich kann sogar die 300er Dinger teilweise wegschmeißen. Magie wurde so eh. Einen Moment. Jetzt einmal kurz nach unten gehen. Kann die zweite Teile ja direkt nutzen. Die Karte gesetzt. Bei der erstbesten Gelegenheit muss ich mein Zeug verkaufen gehen. Hast du endlich die Prinzessin? Ja, ich hab deinen Besen. Natürlich. Hier wurde keine Borste gekrümmt. Ah, da wir wieder vereint sind, naht das Ende unserer Mission. Doch, was ist das? Der Zyklop scheint erwacht zu sein. Und ist nicht gut auf uns zu sprechen. Er ruft seine gärtnerischen Gesellen. Also die Pilze kommen wieder. Zu den
Oh, ich mag diese Pilze auch so sehr. Haut ab! Also wenn die haften, machen die extremen Schaden. Ja, zieh du hier mal deine Gedichte. Ob ich gestorben bin, genau nach dem letzten. Heil mich hoch. Da ist der wahre Zyklop. Hallo? Oh, um Gottes Willen. Ich habe mich gerade einfach umgebracht. Och nö. Da sind diese doofen Pilzmagier. Aber sehr bewegt. Kein Staub legt sich auf meinen. Ich fange an, diese Waffe zu mögen. Oh, schon wieder volles Inventar. Nur, die wischt sie sanft hinaus. Verstehst du? Die Liebe wischt den Staub hinfort. Wie ein Staubwedel oder etwas anderes. Das fegt. Warte mal, versteht ihr jetzt gerade? Ich habe sowas schon mal gesehen. Er befindet sich in einer Liebestrance. Wir müssen... Mit Körpereinsatz. Ich weiß schon, was du meinst. Aber vorher... Das weg. Das mitnehmen. Nein, Liebe, ist keine Chance. Ich erzähle nur bis zum 5. Date. Danach seid ihr auf euch gestellt. Nein, ich meine, dass wir ihn schlagen sollen. Woran du gleich immer... Moment, was bedeutet 5. Date? Oh, Baby! Beim 5. Date gibt es Tee und Gebäck, aber ohne Anstandsdame. Allein die Erwähnung ist skandalös. Warte. Ich dachte, beim 5. Date tauscht man Dateiverzeichnisse mit verlustfreier Kompression. Ich bin gerade am Überlegen. Nicht möglich. Und doch scheint mir. Sag, meine Holde. Geht's dir jetzt besser? Danke. Ich war geistig abwesend. Und jetzt. Verschwinden wir von hier. Ich habe ihm mal eben kurz geholfen, ne? Ist der Schild besser? Steh nicht untätig herum. Nee. Ein Abenteuer wartet auf uns. Und eine Prinzessin. Ein Ritter. Ich glaube, es war eine doofe Idee, ihn zu hauen. Warten, was? Tja. Aber du hast doch deine Prinzessin, oder nicht? Ich hoffe einfach, dass ich eine Schnellreise zur Verfügung gestellt kriege. Knappe, deine Mission ist abgeschlossen. Und doch gestehe ich, dass unsere gerade erst beginnt. Wir müssen dich jetzt verlassen. Das Abenteuer mit Namen Liebe ruft. Merke dir, was ich dich lehrte. Ich merke mir alles von dir, Ron. Die Welt steckt voller Abenteuer. Man muss nur seine Augen und sein Herz öffnen, um ihre Wunder zu entdecken. Nun, lass uns Abschied nehmen, Knappe. Denn ich muss fort. Schließlich lässt ein Ritter eine Prinzessin niemals warten. Musste kurz auf eine Nachricht von jemandem antworten. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Ich habe in der kurzen Zeit mit dir viel gelernt. Gehabt dich wohl, Ron. Ciao, Ron. Abenteuer! Ob es ihm gut geht? Glaube nicht. Wobei ich das für unwahrscheinlich halte. Vielleicht hätte ich ihn einfach in Ruhe lassen sollen. Diese Skelette sind wieder da. Wartet. Hä? 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 Woran bin ich gestorben? Das macht mich traurig. Das war so unlogisch. Woran bin ich gerade verreckt? Tschüss.
Tschüss. Okay, gegen die Skelette ist Explosion ganz gut. Ach, tschüss. 2000, das nehme ich mit. So, der ist weg. Diese Waffe gefällt mir einfach. Ich habe auch meine Liebe gefunden. Nur ist meine kein Besen. So, das wird mitgenommen. Ich muss noch einen Platz frei machen. Ich suche was Billiges. Wieso ist das 1400 wert? Oh, deswegen. Das wird Beuteglück. Tapferkeit gegen größere Feinde. Ach, ich wollte ja was wegwerfen. Ich werfe einfach das weg. Passt schon. Warte mal. Kann ich hier hochklettern? Ja. Nein. Eventuell, wenn ich gut genug springe? Nee. Aber das wäre so ein Punkt gewesen, hätte ich gesagt, da kam er bestimmt drauf und da oben ist irgendwas. Obwohl, eventuell von hier aus? Nee. Ich gucke einfach mal von der Seite, ob da irgendwas oben gewesen wäre. Sieht es nicht so aus. Eventuell kommt man von hier aus da drauf. Ja, ich bin nicht sofort zur letzten Blume. Aber erst muss hier geguckt werden. Ob sich hier irgendwas Wertvolles verbirgt. Nö. Schön, dass wir das geklärt haben. Okay, da ist ein Beifang. Freue ich mich immer drauf, wenn mich ein Beifang angreifen will. Also ich wandere jetzt nicht den ganzen Weg nochmal. Ich will jetzt eine Schnellreise haben. Da kämpft wer? Ja, ja, eile der Finsternis entgegen. Aua. Tschüss, Skeletto. Seine Seele verunreinigt jetzt die Gewässer der. Tschüss. Das hat super funktioniert. Ich bin gestorben und instant wiederbelebt worden. Ciao. Mann, haut ab, ihr blöden Viecher. 600 ist es wert. Gott, diese fliegenden Viecher, die nerven aber auch. Hier gibt es Heilung. Der bringt wirklich alle Blumen zum Verwenden, oder? Au. Aua. So rettet man sich. Ah, hier ist ein Shopbrett neben mir. Das ist gut. Kann ich wenigstens mal mein ganzes Zeug loswerden. Warte, das hat Vorrang. Wo ist es? Wo komme ich da hin? Ich will Zeug verkaufen. Irgendwo hier hoch? Da eventuell? Ach,
Ganz da oben drauf. Das ist doch ein schlechter Witz. So, Skeletto ist weg. Und hier ist natürlich nichts. Entschuldigung, jetzt ist Skeletto weg. Ich dachte kurz, ich falle runter. Wer ist so fies und setzt die Läden ganz nach oben? Komme ich denn da jetzt dran? So wahrscheinlich nicht. Bevor ich die Kiste öffne, suche ich mir lieber jetzt den Weg zu den Laden da oben und verkaufe jetzt mein Inventar. Das muss dringend mal wegkommen. Schnell, tschüss. Ich dachte, einen Seelenkrug bevor. Sayonara. Halte dich gut fest. Boah, ich hau da einfach rein. Bam. Ist die beste Lösung. Ich suche ja nur einen Weg, wie ich hochkomme. Da oben sind die Läden. Wenn ich endlich mal meinen ganzen Scheiß jetzt loswerden kann. Zauber abgefeuert. Erstmal den da weg. Hi. Bye. Gleich. Es gibt Wichtigeres. Irgendwo muss hier doch ein Weg nach oben sein. Karte sagt mir sogar oben. So, was ist hier versteckt? Ein weiterer Gang zum Reinkommen, nehme ich mal an. Ach nö, nicht diese Pilzdinger. Diese Rufer. Die sind so nervig. Ich habe keinen Bock auf die. Das ist ein schlechter Witz. Wie komme ich da hin? Inventar muss leer werden. Ich brauche Weg nach oben. Ich habe schon zu viel. Eventuell war der Weg hier draußen und ich habe ihn nicht gesehen. Oder werde ich hier gerade einfach nur verkohlt? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Ach, da ganz hinten kommt man erst hoch. Tiny hat endlich mal auf Karte geguckt. So, einfach ganz nach hinten laufen muss ich. Laut der Karte. Und dann kann ich hier irgendwo rechts rein. Willst du mich eigentlich verkohlen? Der Weg ist zu. Ey, nee. Geh da rein. So, und jetzt darf ich wieder prügeln, ne? Sayonara! Die da hinten schreien aber wie am Spieß. Tschüss! Ich hoffe einfach mal, dass die Tür gleich aufgeht.
Tschüss. Was würde ich ihn diesmal mitnehmen? Der Magietank ist wieder voll. Und tschüss. Ein widerliches Spektakel. Aua. Das machen normalerweise Zombies, keine Skelette. Also ich kann dreimal hier Inventar verkaufen gehen, sobald ich da oben hin kann. Zack. Ich bin sowas. Tschüss. Oh, so wertvolles Zeug zum Verkaufen. Ekelhaft. Nicht ein Tropfen Magie mehr übrig. Warum sind die eigentlich überhaupt jetzt wieder Skelette? So, tschüss. Noch ein Feind, der den Pilz zum Opfer fällt. Verreck doch jetzt. Tschüss. Hier ist so viel Zeug, aber ich kann es nicht mitnehmen. Bitte sei jetzt offen. Ja, danke. Hallo. Soll ich jetzt nur eben hoch und mein Zeug verkaufen? Dann komme ich wieder runter und verkaufe das nächste. Wer wagt es sich gegen den Dunkel? Ich. Sei ruhig. Bleib liegen. Jetzt muss ich hier auch nochmal außen rum. Einfach jetzt eben schnell verkaufen, was ich da habe. Ich hoffe, der echte Besitzer meldet sich nicht. Wirf es auf den Haufen. Ein bisschen abgenutzt, aber gut genug für die Wache. So gut wie eingeschmolzen. Ich kann mich erst davon trennen, wenn es seinen Zweck erfüllt hat. So, einfach weg damit. Dann runterspringen. Und hier das Zeug aufsammeln. Ist ein bisschen Geld. So. Dann kann ich jetzt noch darunter gehen und die Kiste mitnehmen. Und bestimmt ist ja auch noch ein Glückswürfel. Als ob sich die Teile nicht geöffnet haben. Ich bin auch blind. Das ist mal ein Glückswürfel. Oh. Na gut, hat nichts mit meinen Kräften leider zu tun. So. Ich hoffe mal, dass das jetzt der einzige Glückswürfel hier war. Ich gucke noch, ob hier unten draußen das Zeug noch liegt. Aber müsste ja eigentlich. Weil dann verkaufe ich das direkt auch. Weil Geld ist Geld. So, liegt hier auch noch das Zeug oder ist das despawned? Das ist despawned, okay. Wo komme ich hin eigentlich, wenn ich da drauf springe? Jetzt hätte es kommen müssen, genau zum Geld, wo ich verkaufen kann. Dann hätte ich endgültig einen Kollaps gekriegt. Die ganze Zeit suchen, die Lösung ist direkt vor der Nase. Du rufst gar nichts.
So. Hier kommt man rein. Hier ist also nichts mehr. Gut. Halt eben kurz nochmal alles absuchen. Weil ich komme ja jetzt eh wieder zum Geld. Ich habe, glaube ich, mittlerweile auch wieder mehr als genügend. Und dann kostet das nie, müsste 200.000. Geht's dir gut? Hoffe es. So, hier oben sollte eigentlich noch Zeug sein. Oh, da ist eine Kiste. Auf der anderen Seite ist ein Glückswürfel. Ich sehe es doch. Ich habe auch schon die Ahnung, wie man dran kommt. Aber erst. Da hätte man bestimmt irgendwie hochgekonnt. Ja, ungefähr so. Das wäre jetzt auch so eine Stelle, wo ich einen Glückswürfel vermutet hätte. Na gut, da komme ich auch nochmal dran. Okay, auf der anderen Seite muss ich eigentlich dasselbe Spiel nochmal machen. Warte mal, kommt man da weiter hoch? Da kann man auch noch weiter hoch. Na gut, erstmal Inventar lernen, ne? Eventuell kann ich mir sogar was Gutes kaufen. So, das kann weg. Gib dein Vermögen verantwortungsvoll aus. Wir brauchen ein anderes Beutesystem. Das kostet mich ein Vermögen. Okay. Gib dein Vermögen verantwortungsvoll aus. Mach ich. Ich muss diese Last wohl noch eine Weile tragen. Das kann ich nicht verkaufen. Ach nee, weil ich es wahrscheinlich noch nicht habe, kann ich es nicht verkaufen. So. Ist das besser? Es ist besser. Also, gekauft. Jetzt kommt's. Der ist sogar noch mal besser. Vom Prinzip her, ja, der ist besser. Und so verschwendet man sein Geld, das man sich so erarbeitet hat. So, der kann weg und der kann weg. Nicht weiter gucken, sonst verbrate ich nur noch mehr unnötig Geld. Was ist denn das für ein kranker Giftzauber? Der hat 529 Schaden und das mal 2. Es war seine Bestimmung, dir zu gehören. Alter. Was ist das für ein Zauber? Dafür ist dieser komische Raketenzauber. So, wie gesagt, ich habe ja schon... So die Ahnung, wie man an den einen Glückswürfel da hinten dran kommt. Das ist so wahrscheinlich Parcours. Kann ich da drüber wandern? Nein. Schade. Okay, irgendwo von dort aus kann man definitiv da rein. Gucken wir jetzt erstmal, was am Ende der Bodenrang-Key ist. Ich habe schon echt viele Würfel gefunden. Ah, hier kann man nicht weiter hoch, okay. Oh, 1000 Schaden. Das ist schon ordentlich was. Alles in Ordnung, Junge? Der hat generell mehr Schaden.
Aber ich kann es mir nicht leisten, ist das Problem. Einmal kurz gucken. Nein, ich will's markieren. Damit ich nicht aus Versehen verkaufe. Da gehe ich gleich lang. Ich will ja hier jetzt irgendwo wieder rein. Ich kann nicht über die Karte gucken, ne? Ich will eigentlich einen weiter wieder runter. Noch besser zwei weiter runter. Aber hier ist natürlich außerhalb der Map. Und so weit war ich gerade eben auch schon. Kommt man von der Seite irgendwie dahin? Ich hoffe, von den Stadtbewohnern hat keiner Höhenangst. Das hatte ich nicht gedacht. Ey! Ich seh's doch! Verzweifelter Versuch, hier wieder reinzukommen. Von hier aus kommt man bestimmt zum Glückswürfel. Dafür ist das hier schon so verdächtig. Hier ist auf jeden Fall einer. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Meins, meins und meins. Ich weiß, dass ich gerade null auf den Preis geachtet habe. Okay, da ist nichts weiter. Wie kommt man denn da oben dran? Wahrscheinlich auch wieder so einfach, dass ich mir dafür selber eine kleben würde. Ich könnte zwar noch einmal gucken, aber ich will jetzt hier mal langsam abschließen. Deswegen weiter. Und hoffentlich dann jetzt zum letzten Gebiet. Ja. Wir sind jetzt hier beim letzten Gebiet angekommen. Hoffentlich. Die Stadtbewohner sehen sehr weise alle aus. Die Macht der Freundschaft auf Sie. Ich brauche den Eiszauber hier. Wo habe ich ihn? Ich bin blind. Zack. Steig hinab in die Finsternis. Und so macht meine ganze Truppe in einem Angriff fertig. Im Nahkampf ist diese Waffe echt krass. Auch wenn ich das schon ein paar Mal gesagt habe. Okay, da war so viel Explosives, dass meine Anwesenheit das schon explodieren ließ. Mykologische Kriegsführung. Das hier ist wichtiger. Wir müssen einen Helden. Das ganze Fleisch macht dich nur. Der Zufallsgenerator kann dir nicht. Nein. Böses Skelett. Das Ende naht. Tschüss. Alles wird mitgenommen. Aua, aua, aua. Skelettmage, der nur am Schlagen ist. Tschüss. Ist gut. Ist schon tot. Tschüss. Oh, da ist ja der schon wieder. Easy. 500. Okay. Das ist ein sehr starkes Blitzschwert.
Es ist aber auch echt langsam. Muss man nebenbei erwähnen. Also dann mache ich mit dem anderen Schwert in der Zeit mehr Schaden. So, hier ist bestimmt noch ein Würfel irgendwo versteckt. An den einen kam ich ja nicht ran. Da würde ich offscreen einfach gucken, wie ich dran käme. Weil ihr wollt jetzt hier nicht sehen, wie ich 5 Stunden versuche, einen doofen Würfel zu kriegen. Das ist für euch uninteressant und für mich einfach nur frustrierend. Da unten ist bestimmt was. Durch das Schloss kam ich jetzt großteils sehr schnell. Hallo, meine Weife und Freunde. Aua. Ich hoffe, ich habe getroffen. Nein, habe ich nicht. Boah, ich brauche was, was schnell trifft. Treffer. Aua. Boah, diese Weifern. Die trifft man so schlecht. Mann. Okay, ihn habe ich getroffen. Fall hinten nicht vom Himmel. Das Schicksal. Einer ist unten. Wo ist der andere? Fall runter. Ach, da ist jetzt noch ein großer. Ey, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf euch. Sag ich, dann pusten die mich fast runter. Gerade eben sagte ich noch, die sind nicht weiter schlimm. So, der Große ist unten. Geht doch. Hab's. Okay, ich sehe einen Würfel. Ich war blind drauf zugelaufen und den Wind, der da vorher herrscht, ignorieren, ne? Typisch Shining. Einfach voll Karacho rein. Und dann sich wundern, dass er runterfliegt. Ja, ich weiß mittlerweile, wie ihr denkt. Ach, nee. Bleib stehen! Unten. Deine Zerstörung macht mir keine Angst. Boah, wenn man sie wenigstens irgendwie verlangsamen könnte. Natürlich habe ich keine Kugeln mehr. Ich habe gesehen, wohin du nun gehst. Ich beneide dich nicht. So, fall runter. Tschüss. Ich habe sie noch lebend gesehen. Oh, da ist was Blaues. Ich wollte es so sehr, dass ich mich dafür sogar umgebracht habe. Und bin wieder hier. Wenigstens hast du deine Zauberslots zurück. Davon habe ich auch so viel. Bitte lass sie nicht respawnen. Danke. Der Himmel fällt herab. Nein und nein.
Kann man verkaufen. Ich glaube, ich habe es aufgesammelt. Das liegt auch so doof, ne? Genau wie damals, als die Hexen so, wenn es jetzt immer noch da liegt, lasse ich es liegen. Einfach mal kurz gucken. Nee, an das Teil komme ich nicht ran. Das liegt einfach nur doof. Käme ich selbst bei hunderten Versuchen nicht dran. Ich habe ihn irgendwie runtergesprengt. Tschüss. Und tschüss. Der lebt doch noch. Da flog er. Und da zerplatzt er. Dass du meine Feinde vernichten sollst, habe ich das nicht so gemeint. Hallo? Schleicht einfach neben mir her. Was für ein Frechdachs. Von wo? Ach, von da. Und tschüss. Kommt man da oben hin? Oder ist das wieder ein Wunschtraum? Das wäre auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, da wäre was. Und tschüss. Zurück in die Grube, Ungeheuer. Das Schwert sieht auch wieder mega cool aus. So hoch komme ich nicht. Komm, ich muss nur noch ein Blümchen kaputt machen. Das hier ginge so viel schneller, wenn ich einen Kollegen bei mir hätte. Aber ich spiele hier leider solo. Hallo? Hallo. Wie ich sehe, bist du nicht mehr miniaturisiert. Das mag ich an dir. Du achtest immer auf die Details. Meine Feenschnurrhaare sagen mir, dass ich bei der nächsten bösen Blume mehr zupacken muss. Okay. Du wirst mir Rückendeckung geben müssen. Komm! Okay. Endblume. Erstmal rechts gucken, habe ich gehört. Wieso muss ich die Bodenstange beschützen? Ja, von mir aus. Warum ist hier nix? Vollkommen umsonst sind da hinten ins Eck gerannt. Kann man hier durch? Oh. Eine Trickwand. Danke sehr. Auf sowas habe ich noch gewartet. Geld. Will er die rausreißen oder wie? Pam. Gegen Faustschlagmagie habe ich nichts einzuwenden. Nutzt sie. Ist doch schon kaputt. Hier ist schon wieder was für 2000. Und ich kann es nicht mitnehmen. Zack. Man sieht schon wieder nichts mehr, ne? Aua. Jetzt werde ich meine Rache nehmen. Sie schreien nach Blut und Blut. Gut, dass es beide trifft. Ah, wenigstens kriege ich viel von der Fee-Unterstützung.
nicht wahr? Zack. Oh, Level Up. Ich mache mal hier mit Feuerschaden höher. Und das kann weg. Eigentlich kann ich jetzt schon mittlerweile sogar alles unter 400 wegwerfen, ne? Wenn man bedenkt, wie viel hier mittlerweile alles wert ist. Das ist eine Waffe, die ich nutze, die bleibt. Ja, fein. Du kriegst später ein Leckerchen zur Belohnung. Was für Leckerchen magst du überhaupt, hm? Blut? Jeder mag Blut. Alle sind gleich sauer, wenn ich ihnen etwas davon abnehmen will. Ich habe diesen Spruch jetzt mindestens schon 10.000 Mal gehört. Und er ist immer noch gut. Ich muss immer noch was wegwerfen. Ich werfe einfach das weg. Ja, diesen 2000er-Zeug kann ich doch nicht hier lassen. Okay. Hier ist irgendwo so ein Pilzhofer schon wieder. Ich habe mich umgebracht. Genau, komm her, gerannt. Da ist er. Tschüss. Tschüss. Ich muss noch einen Punkt hier vergeben. Zack. Okay, war der letzte. Zwei Teile muss ich wegwerfen. Okay, mal gucken. Was ist denn billig? Was kann weg? Das bringt kaum Geld. Wie 400 mittlerweile echt wenig geworden ist, ne? Ist schon krass. Diese Hände sind bereit für... Okay, ich kann noch mal was wegwerfen. Magisches Feuerwerk. Ich will nicht sprechen, ich will das da mitnehmen. So, und das da. Na? Boom! Du wurdest entwurzelt! Gut, dass wir Feen nicht schützen können. Wir funkeln stattdessen. Sieh mich an, ich funkele! So will ich auch schwitzen. Wir treffen uns in der Stadt. Okay. Komm, gehen wir! Ja, gleich. Ich muss noch nach einem Glückswürfel ausschalten, weil hier 100 pro noch einer ist. Nimm ich nur das mit, was wertvoll ist. Hier ist 100 pro noch ein Glückswürfel. Hier ist auf jeden Fall nochmal so ein Teil, wofür ich schon wieder was wegwerfen kann. Ja, hier ist so viel Zeug zu mitnehmen. Allein hier schon wieder irgendwas für 1000. 500 ist auch schon wenig geworden. Gibt's doch nicht. Dann denkst du, du hast schon so ultra wertvolles Zeug bei dir und dann ist das einfach mittlerweile nichts mehr. Schön, dass du hier die ganze Zeit gechillt hast. Nur ein ganz normaler Tag. In unserer wunderbaren... Okay, von hier kam ich gerade eben. Es geht mir nicht gut. Ich habe schreckliche Höhenangst. Und jetzt stecke ich für immer in 10.000 Ellen Höhe fest. I feel you. Junge, stell dir den Ozean vor. Deinen Wohlfühl. Ich verstehe, wie der Dude sich fühlt. Ich habe nämlich selber Höhenangst. Er wird immer für dich da sein. Sei mutig und schau durch die Lücke zwischen den Wolken. Dort findest du ihn. Oh, bei den Göttern. Haben der einfach aus dem Spiegel. Wieder 2000 hier einfach mitten auf dem Boden. Ich muss schon wieder irgendwas wegwerfen. Kann ich da auch durch? Ich kann hier auch durch.
Hier ist auf jeden Fall eine Kiste und ein Glückswürfel. Der Glücksfaktor steigt. Ich kann nur mitnehmen, was wertvoll ist. Ist aber aus dem Glückswürfel nur eine einzige Sache rauskommen und die nicht mal was wert ist. Okay. Nein. Ich kann 3 500er Sachen wegwerfen. Das kann also weg, das kann weg. Und ich guck mal. Oh, hier ist sogar eins für 400 nur. Ich guck mal. Okay. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Hier ist nochmal 599. Ich hatte eins für 540 gerade eben gesehen. 560. Entschuldigung. Warte mal. Was? Ah, okay. Der hat nur eine extrem hohe Kapazität, aber ansonsten ist der nichts wert. Ey, so, sowas wie diesen Spiegel übersiehst du doch komplett. So, von dort aus komme ich zu einem weiteren Glückswürfel, sehe ich. Halt dich doch fest, Mensch. Jetzt darf ich dann nochmal hin. Okay, diesmal habe ich den Sprung geschafft. Kiste. Ich hätte erst Glückswürfel, dann Kiste. Du hast nicht Unrecht. 420, 420. Einfach irgendwas eben kurz wegwerfen. Die Waffe sieht eigentlich auch ganz in Ordnung aus. Ach, stimmt ja, ich muss das Teil auch eben kurz verwenden. Oh, für 900. Ist das eine bessere Schrotflinte? Das ist eine krasse Schrotflinte. Das ist eine richtig gute Schrotflinte. Warte mal, ich muss mal eben kurz vergleichen. Das mit das. Okay, die ist eine krassere Version von der hier. Weil die hier direkt alle 5 auf einmal verschießt. So, und das ist einfach nur ein krasser Zauber. Warte mal, ich vergleiche das eben kurz. Der Magietank ist wieder voll. Nee, mein Zauber ist besser. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich suche meinen anderen Zauber jetzt nicht raus. Das würde zu lange dauern. So, von wo aus komme ich denn jetzt wieder zurück? Von hier aus, okay. Haben wir hier runter, ne? Oh, das geht echt weit runter, Tomodachi. Hoffentlich hast du Kobanken aus Stahl. Also rutsch los! Ich sehe hier das Minispiel. Einmal schießen, ne? Hui! Verdammt! Ich bin runtergefallen. Ich darf nochmal. Ah, okay, die Dinger brennen, wenn man sie getroffen hat. So, eben kurz nachgeladen. Ah, man hat nur maximal 3.
Ich schaff das. Okay, getroffen. Ich bin gleich zu Hause. Yay, bin zu Hause. So, wo ist die komische Fee? Habe ich da oben was verpennt? Ich habe was da oben verpennt. Okay, das mache ich jetzt aber nicht mehr heute. Ich mache jetzt hier für heute Schluss. Das ging jetzt lang genug. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Follow auf Twitch da lassen, ein Abo und ein Like auf YouTube. Und ich bin dann jetzt für heute weg. Ciao.